Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenless Zone Zero. Wir haben gestern hier die nächsten Etappen von der Story vom zweiten Kapitel gemacht. Und zwar mit dem Abschnitt der Polizistin. Habe den ersten Fall soweit gelöst. Und kommen jetzt der Sache mit der Story näher, mit der Veranstaltung. Nee, schlafen gehen wir noch nicht. Weil wir fangen ganz üblich an mit den Tagesaufgaben. Ui, 20.000. Außerdem haben wir ja, gestern kam ja der neue Charakter raus, wir hatten sehr viel Glück gestern, wir haben drei Charakter gezogen, darunter auch den Banner-Charakter, den wir haben wollten. ご機嫌よう。疲れを癒すジンズスペシャルはいかが。またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。 So, also, ich denke, wir fangen damit an, dass wir unser V-Motor verstärken. Außerdem können wir den mal verstärkt, aber wir wollen den ja auch aufleveln. Was brauchen wir denn da? Der Hammer. Vier Stück brauchen wir. Gut. Wir haben 5, wir brauchen noch 11 Stück. Und versuchen wir, die mal zuerst zu bekommen. Und dann schmeißen wir raus. Wir nehmen unser neuer Charakter. Stand by.
So, den hatten wir mal aufgelevelt. So, mal schauen. Ich glaube, das mit den Artefaktteilen lassen wir zum Schluss. Wir gucken jetzt mal, dass unser Team mal auf gleicher Höhe ist. Das bedeutet, wir konzentrieren uns jetzt mal, dass die Basics bei allen stimmen. Da die Fähigkeitslevelung werden wir zum Schluss nehmen. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal, dass wir auch Bands. Dann ist er 40. Dass wir seine Fähigkeit jetzt mal warten lassen. Wo ich gerade sehe, Ben hat eigentlich gar kein. Wieso hat der das da drin? Ach stimmt. Für Ben brauchen wir Swing und Seelenruck. Das bedeutet, haben wir noch Seelenruck hier? Nee. Ja gut, das ist ja nicht wichtig. Wir konzentrieren uns hier drauf. Hier können wir auch ein Upgrade machen. Genau. Und wir brauchen noch 4 Stück. Tetsudouka. Bango 148. Shuen. Junbi kanryo. Heißt, wir gucken zuerst bei ihr, weil wir brauchen bei ihr noch 2. Also 6 Mal brauchen wir das Teil. Nani ka okomari desu ka? Das ist die Kralle, oder? Ah nein. Bango 148. Schön. Junbi kanryo. Das ist der hier. Itsu demo shitsugeki kanou yo. Kattara ja toya ni kakareba banji kaiketsu. Koitsu de nani ka okomari desu ka? Wadawada!
Wir haben 3 Stück bekommen. Wenn wir nochmal 3 kriegen, da brauchen wir es nicht 3-mal zu machen. Wir brauchen 16 mal Messer. 何かお困りですか? Straight!
外にいろ。不安全行動禁止。そら、ヘルメットをかぶってないな。そこ、違法工事。武器を捨てて。番号148、シュエン、準備完了。Sehr gut.Und hier ist es so, wir brauchen die Verteidigung. Ja, 4 Stück. 今度は重労働か? Okay, wir haben noch sehr viele von den Teilen. こいつでぶん殴られて鉄道か。So. Wir könnten jetzt noch auf die Verteidigung, also Verteidigung auf die Fähigkeiten gehen.Ich habe so viele von den Teilen. Was braucht sie eigentlich? Nanika, o komari desu ka?
Mach lieber noch mal. Ich hoffe, dann reicht es.
So, dann schauen wir einmal. Na Quatsch. Das ist gut. Das ist nämlich den, wo wir ihr auch geben können. So, erstmal die Fähigkeiten. Jetzt der V-Motor, der hier. Okay, der ist aber nicht für sie gedacht. Gut. Mango 148. Schwen. Junbi kanryo. Koitsu de bunnagurarete no ka? Habitus of 7. Ich hätte eigentlich nur binden. Oder? Ich kann nichts mehr. Quatsch, das habe ich nicht aufgepasst. Ich bin. Kondo wa Juro Doka? Genau. Nee, wir brauchen Feuer. がやる。
sehr gut. Oh, da brauchen wir sogar ein anderes Teil. Mann.
よっしゃ、仕事で。何かお困りですか？ 行動開始。 Auf geht's, nächste Mission.
強いテープの外にいろ。不安全行動禁止。手を上げなさい。気を緩めるな。これはどうだ。ここは現場だ。先入り厳禁。Wir versuchen die Mission hier nochmal.
に抵抗を中止せよ。工事現場は戦場だ。ガード通行止めだ。手伝います。任せろ。あなたを逮捕する。マニュアルは絶対だ。耐える。これはどうだ。止まりなさい。見てろよ。了解。よっと、よいしょ。やっ、そーら、こっちだ。通行止めだ。ヘルメットをかぶってないな。配置につきます。黄色いテープの外にいろ。マジでぶっ叩かれてんだな。ふう、の声です。急ぎましょう。慌てるでない。今しばらく叫ばせておこうぞ。先輩、またそんな手意地悪を。助けてくれ。うん、あれほどわめけるのであればまだ気力はある。先輩が怒り心境なのは分かってます。それでも早く彼を助けましょう。照準よし。キュッ。承知しました。セーフティー解除、飽和攻撃。Oh, können wir kein Bang Boom momentan ziehen? Doch. Aber ich glaube, ich wechsle hier noch. Weil der hier ist eigentlich nicht schlecht. What now? Nix.
しいスクラッチが入ってるよ。運試しと行くかい？行くのかい？いいネタあったら私に教えてくれ。Ich glaube, dem geht's nicht mehr gut. Den Kollegen geht's wieder gut.
okay, man kann auch so über die Straße. Okay. Aber warte, ich könnte einen Auftrag noch machen. Wir haben neue Kassetten bekommen. Geil. Also, was will sie? Fantasy-Film. Hier werden wir Ideen mit. Schon ein Rank-Up, okay.
Stufe 48, nee, das mache ich jetzt nicht.
Rest verdienen wir dann auch. Thank you.
だ。 Nostalgisch würde heißen, sie würde gerne Retro haben. Aber ich guck mal, ob es keine extra Nostalgiefilme gibt. Wieder zurück. Yeah.
So, ich glaube, für heute reicht es. Wir kamen mit den Events weiter. Das war nicht geplant, aber die kamen jetzt nach und nach jetzt rein. Haben wir die heute gemacht? Gucken wir. Wir haben ja noch im Interknoten noch einige Nebenmissionen, wie hier. Ich glaube, das hier sind die Event-Missionen, das ist Hauptmission und das sind ja die Nebenmissionen. Aber wenn wir jetzt die eine Prüfung gemacht haben, heißt das, dass wir unsere Charaktere hochleveln können? Nee. Oder was war das jetzt? Nö, auch nicht. Dann können wir es. Gut. Schlimm. Dann machen wir das morgen weiter. Ich bedanke mich wieder an jene, die heute wieder mit dabei waren. Und ich wünsche euch dann eine schöne Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder.